Willkommen zurück hier bei GTA San Andreas. In der letzten Folge haben wir hier eine Mission bei Ryder gemacht mit so einem Kackzug. Und es gibt noch eine weitere Zugmission. Ich weiß nicht, wann die kommt, aber ich hoffe nicht jetzt. Hey, run! Low. Run! CJ? Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Because you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Yeah. Go hit Get the that way. Out my face. Go man. Hit the like, way. You don't fuck oh, with that, come on, man. Man. Come on. Buster. Och nö, nicht wieder ein Transporter. Ganz, ganz schlechtes Gefühl. Fahr zum Depot bei den Ocean Dogs. Die Mission kam mir leider wieder sehr, sehr, sehr bekannt vor. Hey, Ryder, we'll be going. Ocean Dogs. How we get this van? It wasn't outside when I came through. My homie LB, he like a clockwork ninja. Real dependable, unlike some of you. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah, I guess. Dann hör auf, mir andauernd auf den Geist zu gehen, Typ. Jetzt einfach erstmal hier auf die Hauptstraße. Kann man das so nennen? Ich hoff's. Ich weiß auch noch, wie ich früher hier sogar auf die Schilder geguckt habe, damit ich halt schauen kann, wo ich hin muss. Ich bin immer über diese, bei dieser Mission bin ich immer über diese Brücke gefahren. Ich weiß noch nicht, wie ich darauf gekommen bin, wenn ich ehrlich bin. Oder bin ich über, ich habe keine Ahnung mehr. Ups. Aus Versehen jemanden platt gefahren, tut mir leid, nicht. So. Oh Mann, ich habe einfach keine Lust. Einfach keine Lust. Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit euch allen? Oh nein, ich erinnere mich an diese Mission. Ich habe keine Lust. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Das würde ich bezweifeln. Ich meine, da vorne steht einfach einer. Hau ab. Tschüss. Geh da mal kurz mit meiner Dose hin. Hallo. Hey, stop where you are. Schießen? What's cracking? Alles klar. Oh Mann. Nice job, CJ. That was a suicide mission for show. Quit trying to kill yourself under the van. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Du bist mir halt keine Hilfe, wenn ich ehrlich bin, ne? Oh shit. Oh shit. Bekomme ich hier irgendwo wenigstens so ein bisschen Ammo her?
I'll watch our backs while you use the forklift to collect. Okay, okay, okay. Okay, homie, let's load this shit up. Oh oh. Wenn ich schon sehe, dass da wieder eine Anzeige ist, wie gesund er ist. Und er ist komplett zugekifft und kifft auch, glaube ich, gerade weiter. Kann ich nur sagen, ich habe kein Interesse daran, hier länger zu bleiben, als es nötig ist. 5 Kisten noch? Wollt ihr mich verarschen? Wo sind denn die anderen? Hier sind doch nur noch 2. Ich hasse alles. Und am meisten hasse ich diese Kiste. Shit, CJ. Shit. Okay. Ich habe sie halbwegs sicher eingeladen. Ich werde ihm jetzt aber auch nicht helfen. Oder? Oder helfe ich ihm doch? Ja, okay, ich helfe ihm kurz. Okay. Hier ist jetzt noch ein. Ich glaube, da hinten standen gerade noch 2, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. So. Dann kümmere dich mal um die oder so. Oder mach einfach deinen Job, anstatt zu kiffen. Meine Güte. Ja. Oh Gott, ich sehe auch gar nichts, ne? Typ, fuck mich nicht ab. Und hör auf mich zu schießen. Danke für nichts. Ach, ich hasse ihn. Also wirklich. Er ist so anstrengend. Jede Mission mit ihm ist einfach nur anstrengend. Okay, wir haben die Kiste irgendwie gerade. Ach Gott, er ist fast tot. Bitte fall jetzt nicht runter. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Come on, CJ. We got enough. CJ, get up front, drive us out of here. 2x2. Da ist ja nur gerade so ein Typ neben dir. Perfekt. Okay, ich lasse die erstmal aussteigen. Komm, steigt aus. Alle. Oder auch nicht. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crates. All right, check it out. Sound the horn, I throw a crate at them. Feststell. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht, aber vielleicht habe ich auch die falsche Taste gedrückt. Oh Scheiße. Ich bin gerade richtig dumm gefahren. Whatever you say, fool. You don't know what's going on. And what that mean? I ain't listening to no more of your bullshit. We got the guns. You ain't no gangster, homie. You what, smooth? You don't want no trouble. Ich hasse mich. You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks, homie. Which it could do if it gave you a hit first. I ain't listening to you, Carl. Oh no, ich glaube, das ist halt tatsächlich die letzte Mission mit ihm, weil die halt gerade so heftig streiten. Mensch, schade aber auch. Und wir haben Fahrerskills plus 0,0000001. Perfekt. Oh Gott. So. That shit was tight. Tight? Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Ridiculous.
Ich weiß ja nicht. Ich würde aber sagen, ja, das war halt wirklich die letzte Mission mit ihm. Dann würde ich sagen, wir fahren erstmal zu Big Smoke, aber wir essen noch was. Weiß nicht, ob auf dem Weg noch was gewesen wäre, deswegen. Hier ist gerade was, let's go. Dieses Mal kein Drive-In. Hallo? Oh Gott. Ja, klacke die Fuck, das sagst du, das kannst du laut sagen. Ups, voll fett Schluck auf. $10. Only 10% Guano. Ja, ist es einfach hier. Während du davor stehst, kein Problem. Boah, diese Strohhalme sind so laut, ne? Das hat ein Plastikstrohhalme nicht, haha. Aber tatsächlich mag ich die trotzdem irgendwie lieber, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei kohlensäurehaltigen Getränken, wenn ihr so einen Plastikstrohhalm nehmt und den da reinpackt und der dann, ich habe keine Ahnung, wo ich lang fahre, und der dann wieder hochkommt. Kennt ihr das? Und dann bleibt der halt nie so wirklich da drin. Das ist für mich ultra abfuck. Und das passiert halt bei denen nicht. Und deswegen mag ich die eigentlich schon ganz gerne. Und nebenbei sind sie auch besser für die Umwelt. Das ist ja auch ganz cool. So. Okay, hier wohnt Big Smoke. So. 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 Verfolgen die mich? Tatsächlich. Lol. Ist mir aber jetzt egal. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. All right, then. Come on. Ich denke mir halt mittlerweile echt nur noch, warum frage ich eigentlich noch? Zum Treffpunkt, oh Gott. Ich bräuchte eher was anderes tatsächlich. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Ich hoffe, ich nicht. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. My cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here. Let me do the talk. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffeeo up el weedo before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, then get here. Fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah, go get that shit now. Get him. What you talking about? Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. Uh-oh. We gotta stick with him.
I ain't built for this shit. Aber ich oder was? Ja, ich sehe, wie er rennt. Das ist schön. Mann, er wird halt auch nicht schneller. Beziehungsweise langsamer. Ich habe, glaube ich, gerade schneller gesagt. Ups. Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Ein Zug. Sollen wir Zug fahren? Kann ich hier gerade einsteigen? Das wäre ganz cool. Ja, es funktioniert. Wie cool. Ja, wir fahren jetzt einfach Zug. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Zug hinfährt. Und ich werde wahrscheinlich vorher aussteigen. Naja, gut. Mann. Meine Waffen. Naja, gut. Immerhin. Sehen wir es positiv. Ich muss, also das Spiel hat sich gerade nicht aufgehängt, ich muss nicht alles neu machen. Puh. Ja, was machen wir jetzt, ne? Gute Frage. Nächste bitte. Boah, ich freue mich schon so, wenn es zu einem ganz, ganz bestimmten Abschnitt geht, ne? Wo wir die Stadt ein bisschen sehr doll verändern werden. Wir fahren jetzt Richtung Big Smoke, weil ich weiß, wie ich von da aus nach Hause komme. Und dann speichern wir erstmal. Und dann sollten wir vielleicht mal zu diesem Waffentyp gehen. Hier lang. Oh Gott. Ich dachte, ich weiß, wie ich von da aus nach Hause komme. Haha. Hier lang. Hier lang. Einmal die Typen mitnehmen. Ich will die Waffe haben, ehrlich gesagt. Das ist meine Rache. Und die droppen nicht mehr. Okay, eine Waffe haben sie gedroppt. Danke für nichts. Das war knapp. Jetzt hätten sie mich auch noch fast umgefahren. Oh Mann. Gut, dann speichern wir und schauen mal, was noch so geht. Oh Mann, ich habe keine Lust. Ich habe einfach keine Lust auf diese Dreistigkeit. So. Letzter Speicherstand hier. Und es ist auch einfach echt so ein Plus-Minus-Geschäft, ne? Allgemein hier zu wohnen. Und zu, in Anführungszeichen, arbeiten. Davon wird man jetzt auch nicht reich. Wir haben jetzt $800. Oh, wir hatten schon mal mehr. Okay, Waffen sind... Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, da. Ah, okay, okay, okay. Das bringt mich tatsächlich weiter. Das bringt mich tatsächlich weiter. Cool, cool. So. Das war hier im Hinterhof, ne? Und davon ist ein Graffiti, aber ich habe kein Dings. Kein. Hier ist nur diese Waffe. Zum Heulen. Ich habe die Spraydose gerade nicht dabei. So. Geh mal kurz auf die Karte und mach das weg. Habt ihr Munition?
Danke. Hallo, Officer. Mit dem Tod von diesem Gentleman habe ich nichts zu tun. Bin sowas von unschuldig. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Und dann schauen wir einfach mal, was Big Smoke so noch für Aufträge für uns hat. Gut. Bis dahin.